sehr durchsetzungskräftige Frau. Und ich glaube, irgendwann wird die K-Frage, über die werden wir hier auch noch mal sprechen. So, wir haben gerade gehört, er kann gar nicht schreiben, kann gar nicht lesen. Er hat geschrieben, der Mann, der bei uns ist, Herr Meyerhoff, der ein großartiges Buch geschrieben hat über Danke. Sein Leben in einer psychiatrischen Anstalt. Genau, wobei man, wenn Sie das so sagen, denkt man ja, ich wäre da irgendwie eingeliefert worden. Das war aber nicht der Fall, sondern ich bin da drin aufgewachsen. Ja? Ja. Und mein. Das ist ja auch viel besser. Und daher sitze ich auch hier und es kommt mir alles sehr vertraut vor. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel das klassische Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, ja. Aber mittlerweile ein bisschen mit modischem Bewusstsein. Kriegst das hin, Attila, du kriegst das hin. Aber die Formulierung gefällt mir sehr gut. Ja. Ich war nie im Gefängnis, ich bin da nur aufgewachsen. Und das, man muss sich tatsächlich so vorstellen, ja, das war natürlich auch ein schrecklicher Ort. Also es ist sozusagen wahrlich nicht nur ein heiterer Ort gewesen. Es waren über 1500 Patienten, ja, in einer klassischen Verwahranstalt der 70er, 80er Jahre. Die es damals noch waren, ne? Die es damals natürlich schrecklicherweise noch waren. Mhm. Und unser Haus war tatsächlich das Zentrum dieser ganzen Psychiatrie. Also es war da mittendrin. Und weil Sie jetzt gerade über das Nicht-Schreiben-Können oder wie man auch immer schreiben lernt, reden, es war bei mir so, dass diese Psychiatriegebäude, ja, die waren durchbuchstabiert. Ja, die hatten Namen. Das waren so furchtbare Jahrhundertwende-Backsteingebäude. Und die hießen sehr einfallsreich A, B, C, D, E, F, G, H, I. Olli, das hat was mit Lesen zu tun, Olli. Das sind die ersten Lektionen. So, und dann hatten sie eben noch verschiedene Stationen. Ja, unten, Mitte und oben. Und so hat mein Vater damals natürlich immer über diese Stationen und über diese Psychiatrie gesprochen. Der hat dann gesagt, heute war ich in B, Mitte. Ja, da hat wieder einer gezündelt, den verlegen wir jetzt nach D oben, ja. Und als ich so 6 war, da hat das bei mir dazu geführt, dass ich dachte, dass Buchstaben unterschiedliche Höhen hätten. Ja, das ist ja per se erstmal nicht falsch. Ja, ne? Aber ich habe dann zum Beispiel gefragt, schreibt man Hund mit H oben oder H unten? Ja? Und das hat man natürlich dann in der Schule, haben dann natürlich die Lehrerin gesagt, sehr witzig, Joachim, ja, kannst du mal aufhören mit dem Quatsch und schreib das mal. Und dann war es aber auch noch so, dass die Psychiatriestationen natürlich völlig unterschiedliche Krankheiten hatten. Und das bedeutete für mich, dass die einzelnen Buchstaben eben auch verbunden waren mit unterschiedlichen Krankheiten. Also ich wusste zum Beispiel, K oben war jetzt die Station der sehr gefährlichen, zum Beispiel, was weiß ich auch immer, Sexualstraftäter in so, ja. Und das war dann bei mir das so, dass ich Buchstaben mit K oben gemieden habe, ja. Und wenn ich zum Beispiel dann Katze mit K oben geschrieben habe, war das eine sehr gefährliche Katze, ja. Ich verstehe und, das. Ja. Und damit war ich natürlich an der Schule an einem völlig falschen Ort. Und das und hat deswegen, dazu geführt, noch kurz, ja. Das hat dazu geführt, dass ich in der ersten Klasse sitzen geblieben bin. Ja? Das muss man, und mein Bruder zu mir gesagt hat, vor dir liegt eine große Zukunft. Ja, das haben nicht viele geschafft, in der ersten Klasse schon sitzen ja, zu bleiben. Ja, gleich, ne? Nach 3 Monaten durfte ich wieder nach Hause. Ja. Krass. So, und Ihr Vater war da der Direktor? Der Direktor, ja. Genau. Und diese Villa war tatsächlich inmitten dieser riesigen Anstalt. Ja. Und eine andere Sache, die mir wirklich unvergesslich war, dass nachts sozusagen immer geschrien wurde. Ja? Und ich habe diese Schreie immer durch mein Kinderzimmerfenster gehört. Und das war für mich, ich kannte das sehr gut, wie die geschrien haben. Auch einzelne Patientenstimmen habe ich gekannt. Und auch von den verschiedenen Richtungen, woher das kam. Und das war für mich so das Einschlaflied. Und wenn ich dann mal woanders war und es war still, dann habe ich irgendwie Heimweh gehabt. Ja? Das heißt, Die Verrückten sind dann gar nicht das Problem, sondern das Problem sind die Normalen sozusagen an dem Punkt. Na, das stellt sich dann, wenn man älter ist, heraus. Ja? Als ich klein war, waren das natürlich für mich, und das ist vielleicht das Besondere an dem Buch auch ein wenig, dass man natürlich immer einen Außenblick auf solche Anstalten hat und das ja in der Bevölkerung auch nach wie vor mit sehr viel Vorbehalten und auch mit Ängsten verbunden ist. Für mich aber als 6-Jährigen oder 5 oder so, ich bin ja wirklich von Anfang an da gewesen, ja, da in dem ganzen Kosmos, war das eben das Normalste von der Welt. Und ich habe alleine, wenn mein Schulweg, ja, war durch diese Psychiatrie so durch und alleine dieser Schulweg jetzt, der war, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, war er natürlich aber witzig, aber damals war es eben völlig normal. Und es war zum Beispiel, gab es am Ausgang einen Patienten, der hatte immer so eine Fantasieuniform an. Und der salutierte immer und regelte da den Verkehr von den Autos, die rein und raus fuhren. Und der hat mich jahrelang gefragt, jeden Morgen, wenn ich da rauskam, guten Morgen, hat er immer so salutiert,
wo geht's denn heute Morgen hin? Da habe ich gesagt, ja, geht in die Schule. Dann hat er gesagt, da, da wird wieder Ficky-Ficky gemacht. Und dann habe ich gesagt, na ja, eher nicht. Ja. So. Und das war halt jahrelang so, wurde man begleitet. Und das ist dann, du warst in der Bundeswehrkaserne. Nein, das ist das erinnert euch an. Und wenn man dann die erste Freundin hat zum Beispiel, ja, das ist dann nicht so ohne, wenn man solche Sachen gefragt wird. Dann sagt man, die Freundin guckt einen an und sagt, was bitte? Man sagt, na, ist nicht so wichtig. Also, aber wie gesagt. Was, Sie schildern das so schön. Sie beschreiben ja auch, finde ich, sehr schön diese beiden Ebenen. Also einerseits Ihre Ebene, die der Kinder und Heranwachsenden, die dann natürlich so spielerisch, wenn man so will, damit umgehen. Ja. Auf der anderen Seite aber auch Ihren Vater, Ihre Familie, Mutter, Vater, die sehr, sehr höflich und freundlich und zuvorkommend über diese Menschen gesprochen haben. Ja, Sie müssen sich auch vorstellen, das waren natürlich die 70er Jahre und die Idee war auch, dass diese Psychiatrie wie in das Haus, was da mittendrin war, auch, dass die Fluktuation zwischen dem Patienten und der Familie irgendwie groß war. Ja? Also es war aufgehoben, die Grenze. Also die verkehrten auch bei uns zu Hause, saßen mit am Mittagstisch und viele meiner Freunde waren auch unmittelbar Insassen, also dieser Psychiatrie. Ich hatte einen guten Freund jahrelang, der war Autist, der malte immer so Katzen im Querschnitt. Ja, die hingen überall in meinem Zimmer. Und das machte einen auf der Katzen anderen Seite... Katzen im Querschnitt? Ja, Katzen im Querschnitt. Das war also wie so ein Röntgenbild, oder ja, wie so durchgeschnitten, ja. Und vor der Schnauze von dieser Katze, da waren lauter so kleine, bunte Strichmännchen. Und die liefen in die Katze rein und liefen dann so ein Looping und in die Lunge und so. Und dann wurden die alle im Darm zerlegt in so laute so Haufen. Und dann kamen sie alle aus der Katze raus. Ja, und oben waren sie aber alle total einfarbig, unifarben. Und unten aus der Katze waren sie dann total bunt. Ja? Dann waren es Gummibärchen. Da waren sie sozusagen gemischt. Ja? Und also in sich logisch. Absolut logisch, ja. Und das war aber für mich als Kind sowieso das Ausschlaggebende. Das hatte alles eine tiefe Logik. Innere Logik. Ja, und das so Bewegende war eigentlich, dass es so in den Gefühlsäußerungen der vielen Patienten, die ich so da kennengelernt habe, einfach so vehement, aber immer sehr offen und direkt war, ja. Und das habe ich oft später vermisst, weil es war immer, wenn man sich freute oder außer Rand und Band geriet, und ich selbst hatte auch so leichte Konzentrationsprobleme oder auch so Zornprobleme, das habe ich da natürlich auch oft gelernt. Was heißt denn Zornprobleme? Zorn, meine Brüder nannten mich die blonde Bombe damals. Ja? Okay, weil ich so blond, auf blond ganz, fällt weg, aber ja, blond ist jetzt vorbei, die Bombe kann noch auftauchen hin und wieder. Das war so hin und wieder einfach ein Zorn, der so rausbrach aus einem. Und wir sind doch oft so, ja, so ein bisschen so gedeckelt von allen Seiten, ja, so in unserem Umgang. Also, und so gedämpft, meinen Sie? Ja, so gedämpft, ja, und das vermisse ich schon oft. Diese Zustände waren einfach von einer völlig anderen, direkten Vehemenz. Und das war auch beängstigend oft, ja, also keine Frage. Und natürlich auch oft traurig. Aber es hatte auch was von einer Gradlinigkeit und einer Direktheit. Ich habe selten wieder Menschen gesehen, die sich so gefreut haben über was wie in dieser Psychiatrie. Und gleichzeitig auch sich darüber so geärgert haben, wenn der Zollstock nicht aufging wie da, ja. Der wurde dann zerlegt. Welche Freunde hat man da? Wer waren Ihre Freunde? Wer waren die besten Kumpels? Ich hatte einen Freund, eben diesen Autisten, hatte ich einen anderen, der wurde Tarzan genannt, der kletterte auch immer oft rum, ja, und der hatte so eine Waffe oft bei sich und lauerte einem auf und hielt ihm dann so an die Schläfe und sagte irgendwie, und dann musste man sich mal hinknien und sagen, irgendwie, bitte töte mich nicht, das war ein guter Freund. Und das ist dann hatte ich... Dann hatte ich vor allen Dingen eine Das war eine Spielzeugwaffe, ne? Natürlich. Das war natürlich, die taucht auch in einer anderen Geschichte. Naja. Und dann hatte ich einen sehr beeindruckenden und mich sehr über eine Zeit begleitenden Freund, der hieß der Glöckner. Und das war eine... Oder der Glöckler. Was? Ich spiele ja auch nebenher Theater, ja? Der hat gerade eine Vorstellung von mir besucht in Wien, der Herr Glöckler. Und du hast ihn direkt wiedererkannt. Ich habe ihn erkannt. Und der hatte so ein... der war mit so Freunden da. Und die waren alle so unglaublich overdressed und ernst. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und ich kannte den Mann gar nicht. Ich bin bei solchen Dingen nicht sehr beschlagen. Und dachte, da ist jetzt einer komplett ausgeklingt, ja? Ja. Und wenn du das sagst, das soll was sein. Und immer sagen einem alle, der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, ja, und ist nett. Der hat damals Katzen gemalt. Ja, wahrscheinlich. Und dieser, im Querschnitt. Genau. Und den anderen habe ich auch erkannt, das war Bushido, den habe ich auch erkannt. Und dieser Glöckner, das war so eine sehr unheimliche
aus meiner Sicht damals über 2 Meter große Figur mit so einem Parker an und so dichten Haaren. Und der hatte tatsächlich so Glocken und die läutete er. Und am Anfang hatte der nur so kleine Tischglocken, aber nachher hatte der so richtig schwere, goldene Glocken. Und da hatte der so eine bestimmte Technik, die läutete er sich so in die Ohren. Und damit rannte der immer über dieses Psychiatriegelände. Und da wusste man immer, wo der war. Und mit dem habe ich mich sehr angefreundet, ja, und habe es dann sogar geschafft, dass der mich auf seine Schultern nahm. Und der hatte natürlich keine Hand frei, und da war ich also so 6 oder 7, weil er die Glocken hatte. Und dann habe ich mich immer an diesen Haaren festgehalten, die am Abend dann im Bett auch so rochen. Ja. Und bin mit dem, man kann es nicht anders sagen, über das Gelände geritten. Aber dazu kommt natürlich auch, dass ich sage nur Sido, Bilder im Kopf, sage ich nur, Bilder im Kopf. Dazu kommt auch noch etwas, das mir immer ganz wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn meine Brüder und ich uns darüber, was wir natürlich gemacht haben, auch lustig gemacht haben, dass mein Vater zum Beispiel oft gesagt hat, dass viele dieser Patienten eben, ja, dass sie eben auch so besondere Menschen sind, und dass man das eben auch sehen soll. Mhm. Ja? Und daran erinnere ich mich auch, so auch eine Stelle in dem Buch, hat er eben beschrieben, dass er oft diese Menschen, die dann zum Beispiel, wenn sie geschlafen haben, dass man dann auf einmal gesehen hat, auch die Gesichter gesehen hat der Menschen, wenn die dann auf einmal entspannt waren, wie wunderschöne Menschen das sind und wie wenig das braucht, dass das so alles aus dem Lot gerät. Oder das, was wir dann vielleicht als hässlich oder irgendwie auch monströs empfinden, eigentlich immer nur so wenig ist, was das verschiebt. Und das ist eigentlich, hat mich eigentlich mein Leben lang nicht verlassen. Insofern, auch wenn ich jetzt noch Menschen sehe, die vielleicht nicht so schön oder so sind, ja, dann denke ich zum Beispiel, das ist nur ganz wenig, was da fehlt. Ja. Das ist nur ganz wenig. Wissen Sie denn, was aus dem Glöckner, ja, was aus dem geworden ist? Ja, das ist zum Beispiel das Unglaubliche natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, dass mir ein Psychiater aus Bremen hat mir tatsächlich geschrieben aufgrund des Buches und hat gesagt, er kannte diesen Glöckner eben auch. Und der ist erst tatsächlich 2010 gestorben in einer privaten Anstalt. Hat dann am Ende wohl keine Glocken mehr geläutet, aber ist halt irgendwie tatsächlich in diesen Anstalten und in diesen Unterbringungen weiter gelebt. Aber was man Ihrem Buch, und das finde ich so schön auch als Botschaft, wirklich durch die Bank, so als roten Faden entnimmt, ist, das ist nichts, wovor du Angst haben musst, sondern die sind einfach ein bisschen anders, manche Menschen. Aber das heißt nicht, dass sie deswegen böser, gefährlicher, gemeiner sind. Selbst wenn man Angst hat, ich hatte natürlich als Kind schon auch Angstmomente, na klar. Also wenn man von großen Menschen umarmt und gedrückt wird, das hat natürlich alles eine große Unmittelbarkeit. Aber die Angst ist im Grunde eine, die auch was mit Nähe zu tun hat, ja, und die mit Unmittelbarkeit dieser Menschen zu tun hat. Und das ist eigentlich ein großer Gewinn, das einfach mal gesehen zu haben. Ja? Und es ist natürlich auch ein Buch über meinen Vater. Und ich glaube, das Wichtigste eigentlich für mich an dem Buch ist, dass neben dieser Komik, die da einfach drinsteckt, ist eben auch der Verlust dieses Vaters ist in dieser ganzen Anstalt. Es geht dann auch wirklich um das Sterben, ja, dieses Mannes, dieses Vaters innerhalb dieser Anstalt, der dann mit diesen Patienten eigentlich immer viel glücklicher war sein Leben lang als mit den angeblich Normalen. Ist eine tolle Geschichte, das taucht jetzt auch viel zu sehr ein in das private Familienleben. Der Vater kam dann zurück und wurde dann sozusagen von seiner Frau, mit der er dann bei einem gewissen Punkt dann nicht mehr zusammen war. Genau, also mir ist natürlich ganz wichtig, dass es ist wahrlich kein Buch, was eine absurde Situation an die andere reiht. Aber eine absurde Situation müssen wir dennoch kurz erwähnen. Ja. Sie bekamen irgendwann Besuch von dem damaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten von Stoltenberg. Genau, Dr. Gerhard Stoltenberg, ja, das war für mich eine der große Klare aus dem Norden, ja, war in meiner Jugend so eine Ikone der Verlässlichkeit, so ein beeindruckender, silbernhaariger Mann. Und es wurde eine große neue Klinik eröffnet und Stoltenberg kam tatsächlich zu Besuch. Und meine Mutter, die aus Bayern kam, kochte da im Norden Leberknödelsuppe und Schweinsbraten. Und Stoltenberg kam, um das kurz zu machen, ein bisschen jetzt diese Geschichte, er kam aus einer riesigen Limousine alleine. Das war für mich damals schon so beeindruckend, dass ich dachte, ich erinnere mich noch genau daran, die Limousine hat ja gar keinen Motor.
Die rollt nur. Die kam gerollt. Und ich dachte, die kam direkt aus Kiel nach Schleswig gerollt. Und hielt dann vor der Anstalt. Und dann wurde diese neue Klinik gezeigt. Und dann kam die Auffahrt in die Psychiatrie, war noch nicht ganz fertig. Und dann kam Stoltenberg raus. Und einer der Patienten tauchte hinter so einem Blumenkübel auf und schrie, und es war eben Tarzan, mit seiner Pistole schrie laut, Hände hoch oder ich schieße. Und nie zuvor oder auch vielleicht niemals später habe ich gesehen, wie sich eine Situation so schnell verändern konnte. Ja? Dieser sehr gediegene und große Mann wurde innerhalb von einem Bruchteil von seinen beiden Leibwächtern, ja, die ihre Koffer aufmachten und tatsächlich der eine da eine Wumme rausholte, auf den Boden geworfen, in diese noch nicht fertig gebaute Auffahrt, in den Matsch. Und diese 2 Meter norddeutsche Verlässlichkeit, ja, lagen im Matsch. Besudelt. Ja, und dieser Patient war natürlich außer sich vor Freude, weil noch nie so jemand reagiert hatte. Ja, das ist schon eine schöne Geschichte. Auf Hände hoch, ich schieße, stand da begeistert, ja. Mein Vater rief sofort, keine Sorge, es ist nur ein Patient. Auch die Leibwächter waren irgendwie wie gelähmt davon. Und dann weiß ich noch, dass wir auf so einem Steg, der da in diesem Matsch verlegt war, an dem, dessen Ende Stoltenberg lag, nach vorne liefen, als Familie, meine Brüder und ich. Und Stoltenberg da so lag und mein Vater ihm helfen wollte und er nur gesagt hat, geht schon. Und dann hat er sich langsam wieder aus diesem Matsch befreit und stand dann da groß und tropfend. Und diesem Patienten wurden völlig unverhältnismäßig, der wurde wie abgeführt, ja, so mit dieser Knarre. Obwohl, der hatte die sogar noch in die Luft geschmissen, erinnere ich mich. Und die kam so auf den Boden auf und klang nach Plastik. Und das war für die Leibwächter sehr beruhigend. Ja, beruhigend, aber auch irgendwie natürlich enttäuschend vielleicht ein bisschen. Und dann, um es kurz zu machen, kam Stoltenberg zu uns nach Hause, weil der natürlich dreckig war. Und saß dann irgendwann mit nichts drunter im Arztkittel meines Vaters bei uns im Sessel, ja? Und das hat noch viele Ecken, diese Geschichte. Aber auf jeden Fall habe ich schon damals begriffen, dass eben Politiker sehr schnell stürzen können. Wow. Das ist eine großartige Geschichte und ein wirklich sehr, sehr lesenswertes Buch. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das ist der Titel dessen, was Sie da geschrieben haben. Es gibt auch noch, um das noch kurz als letztes zu sagen, eine Weihnachtsgeschichte. Denn ich durfte jedes Jahr mit meinem Vater von Station zu Station alle zu Weihnachten alle Stationen besuchen. Ja? Und das haben Sie auch kurz vorher gesagt. Es gab auch ein Krippenspiel. Und auf diesem Rundgang durch die Station gab es jedes Mal für mich ein Glas Cola und eine Torte. Und das ist für mich unvergesslich, dass ich eigentlich jedes Weihnachten bis 5 Uhr morgens, ja, von dieser Cola völlig aufgeputscht, Lego-Steine zusammengebaut habe. Und zwischendurch habe ich mich übergeben von der ganzen Torte. Ja. Und als allerletztes noch, das, was mich nie mehr verlassen hat, war das völlig Unglaubliche. Diese Patienten waren oft in den Stationen und dann wurde das Weihnachtszimmer geöffnet. Und dann rannten die Patienten in dieses Weihnachtszimmer. Und dann brach ein Spektakel los, von dem ich jahrelang nie genug bekommen konnte, weil es so wunderbar war. Denn nach 5 Minuten war fast alles kaputt. Ja, und das hat mich immer so beseelt als junger Mensch. Ja, weil diese Heiligkeit und dieses Auspacken der Geschenke, ja, Anoraks wurden zerfetzt, das Feuerwehrauto zerlegt, ja, aber alles wurde so glückselig gefeiert, ja, wie nie mehr später. Ekstase. Also eigentlich ist da die größte Wertschätzung. Nur letzter Satz. Die größte Wertschätzung für ein Geschenk ist eigentlich, es vor lauter Euphorie zu zerstören. Olli, wir haben gerade über Weihnachten gesprochen. Ach, ich dachte schon, über Bekloppte und dann wolltest du mal zu mir jetzt kommen.